Geht schon wieder los? Geht schon wieder los. Ja. Oh, Pfefferküsse. Meinst du? Stimmt. Hast du gerade Pfefferküsse gesagt? Aha. Das hab ich doch richtig verstanden. Was ist das denn? Pekannüsse? Ach du lieber Gott, selbst geknackt? Nein, die waren schon geknackt. Die waren schon geknackt? Da beißt du mir echt die Zähne aus. Das weiß ich. Eigentlich wollte ich dir ungeschälte holen, aber die gab es nicht. Schon lange nicht gehabt. Siehste? Schon sehr lange nicht. Siehste? Mann. Lass was knacken. Yay! Hallöchen, ich habe gestern nicht wirklich mehr viel gevloggt, ne? Ist voll verpeilt. Wie immer, wenn Besuch da ist. Und Christopher ist da hinten oben gerade gelandet. Das sieht so aus, als ob der Kreuzung, wo ich gleich lang muss. Yay! Also zumindest in der Richtung. Post ist fertig. Und das heißt, ich mache mich gleich auf den Weg zur Packstation, um die Post wegzubringen. Und das ist dann gleich 10 Minuten Runde. Ich bin heute extrem müde. Es würde gestern ein bisschen später zum Schlafen gehen und so weiter. Wir mussten doch eine Hörnchen-Dokumentation gucken. Also nach dem Geburtstag noch zum Runterkommen Hörnchen-Dokumentation. ich wusste nicht, dass es so extrem viele Hörnchenarten gibt. Also dass es einige gibt, bei mir klar. Aber was haben die gesagt? 22 oder 220? Ich habe schon mal vergessen. Sowieso. Also es waren viele. Auf der ganzen Welt verstreut. Überall Hörnchen. Genau, und die hatten wir gestern geguckt und deswegen war es ein bisschen spät. Ein bisschen. Deswegen habe ich jetzt schon meinen zweiten großen Kaffee hier. Mit Starbucks-Kaffee. Das heute. Nein, ich hatte schon einen halben Starbucks-Kaffee. Ich habe einen ganzen Starbucks-Kaffee. Ich hatte nämlich gestern ja zum Geburtstag Starbucks-Kaffee bekommen. Und gestern war noch der normale Kaffee drin. Aber heute Morgen war aber so leer, dass er schon nachfüllen konnte. Und deswegen trinken wir Starbucks-Kaffee. Ist ein bisschen stärker. Da muss man sich erstmal gewöhnen. Aber ja, nicht eklig oder sonst irgendwie, nur halt stärker. So, und ich mache mir so die Socken. Mal gucken, ob ich Christopher begegne. Autos kommen durch, also wird es nicht so schlimm sein. Nichts wie bei meinen Eltern, wenn man nicht wieder durchgekommen ist. Wo da zwei Krankenwagen und eine Polizei stand. Auf der Kreuzung, also nicht auf der Kreuzung. Von der Kreuzung waren sie runter, aber in der Einfahrt zur Straße. So, da standen die alle. Ja, und die Straße ist ja klein. Also sehr schmal, nicht sehr klein. Klein ist sie auch, aber schmal. So dass immer nur ein Auto nebeneinander passt. Genau. Okay, dann melde ich mich später wieder. Ich habe auch sogar einen Adventskanal vergessen. Ne? Also nicht meinen öffnen, sondern meinen auf Instagram. Deswegen muss ich heute alle drei Tage nachholen. Also vom 5., 6. und den 7. Den 5. habe ich heute Morgen schon gepostet. Die anderen beiden mache ich gleich, wenn ich wieder da bin. Und ja, alles ein bisschen aufgelaufen am Wochenende, würde ich sagen. Egal. Meine Nase, mein Auge ist hier wund, ist alles super. Und, was noch besser ist, bei dem Adventskalender für ein Ausrufezeichen, das heutige Türchen, ist ja genau mein Türchen, ne? Das ist immer noch nicht, was ist denn das jetzt hier? Ist ja furchtbar. Ne, das ist der 6. Sag mal, noch nicht wahr sein. Achtung! Total genial! Total genial! Hörnchen! Zwei Stück! Ja, und ich gehe jetzt los. So, Post ist weg. Konnte ich den Postboten gleich mitgeben. Die waren gerade im Ausleeren. Und ja, wie ihr gesehen habt, ist der Rettungszuschauer auch da. Nicht auf der Kreuzung, sondern nee, auf der Wiese. Hätte ich bedenken können, das stand schon mal. Jetzt ab nach Hause. Ja. Puh. Vor allem drei Krankenwagen, einer ist schon weggefahren. Polizei, was ist da los? Oh Mann, ey. Meld mich noch mal heute, ne?
Habe ich, glaube ich, noch nicht so oft heute. Ich habe mich auf die Couch verkrümmelt mit meinen Büchern. Büchern. Bücher habe ich ausgelesen. Also das Kapitel für heute. Oder die Kapitel für heute. Und habe schon wieder ein Kapitel in Schneegestöber gelesen. Und bin gerade dabei, ein Kapitel im Mistelzauber zu lesen. Noch bin ich an den Stellen, die ich kenne. Weil ich mich wieder erinnern konnte. Und Sekunde, hab mir gerade einen Wintertee gemacht, Winterzeit. Und lustigerweise gerade passend zu meiner Decke. Wo ist er denn? Der Schneemann da hinten. Das ist meine Decke und zur Bettwäsche, die wir, ne? Das ist ja gleich hier. Gleiches Motiv. Habe ich mir eine Tasse ausgesucht. Wie gesagt, ich habe einfach nur gedacht, Verlasstasse wäre schön für einen Tee. Die hätte ich schon mal für Tee. Nehme ich die und jetzt den hier gerade getrunken. Also, Schneemann, blau. Passt irgendwie zusammen. Und ich habe gerade unser Karussell in Aktion gesehen. Habe ich mich gestern auch nicht gemacht. Wir haben es gestern schon hingestellt, aber ich habe es vergessen zu filmen, wie ich gestern so viel vergessen habe zu filmen. Aber es ist doch länger geworden, als ich dachte. Jedes Mal das Gleiche, ne? Ich denke, ich habe nichts aufgenommen und dann ist es doch wieder eine halbe Stunde oder so. Ich muss mal was abtrinken, das schwankt ein bisschen. Ein bisschen voll geworden. Ja, und deswegen dachte ich, ich zeige es heute mal. Genau. Der Vlog dürfte jetzt auch nicht online sein. Wir haben schon wieder 7:30 gleich. Dann ist immer noch nicht da. So ist dem. Ja. Viel werde ich auch nicht mehr machen. Ich werde nur noch lesen und dann nach ins Bett gehen und hoffentlich gut schlafen können. Ich habe den dann eigentlich ganz gut geschlafen. Ich bin nur einmal aufgeschreckt, als er noch irgendwelchen Krach gemacht hat. Dann haben wir irgendwie der 2:30 oder so schlafen, hat er gesagt. Ja. Da bin ich schon fast wieder aufgestanden. Genau. Ja, sonst ist hier nicht viel passiert heute. Nö. Tatsächlich nicht viel passiert. Ein ruhiger, also relativ ruhiger Montag. Ich hätte zwar einiges zu tun auf Arbeit oder sonst wie, aber nichts, was man jetzt erwähnen müsste. Und was jetzt halt rennt und ich denke so, Moment mal. Und ich habe, habe ich angefangen, mit Pinguin zu häkeln, habe ich, glaube ich, gesagt, oder? Pinguin? Habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich habe nur eine Sprachnachricht vorhin gesagt. Aber ich habe angefangen, Pinguin zu häkeln. Aus diesem neuen Buch, was ich gestern bekommen habe. Weil ich in dem Adventskalender zwei Sachen hatte, die ich jetzt nicht so prickelnd fand. Gestern. Aber das habe ich, glaube ich, erzählt. Bin ich jetzt total blöd? Erzähle ich jetzt was doppelt oder habe ich vielleicht nur eine Sprachnachricht gesagt? Hirn. Mein Hirn ist heute überhaupt nicht wach. Ich habe meinen zweiten Kaffee eben, also vor einer halben Stunde oder so, endlich mal zu Ende getrunken. Ich habe jetzt gegen kalten Kaffee, wie manche andere, die dann sagen, oh, kalter Kaffee. Stört mich jetzt überhaupt nicht. Ja. Habe mich selbst vom Tee gemacht. Moment. Verstört. Ah, meine Tante. Ich habe nämlich auch noch mit dem Handy nochmal das Karussell gefilmt, in unserem Family-Chat gepostet, damit ihr auch sehen, wie unser persönlicher Weihnachtsmarkt hier heute aussieht, zumindest ein Teil vom Weihnachtsmarkt, weil ich stehe ja im Wohnzimmer. Und der Rest ist halt drüben im Schlafzimmer. Da muss ich auch immer mal ein Filmchen machen, weil alles an ist. Aber ich kann noch nicht, vor allem weil der Weihnachtsmarkt noch nicht beleuchtet ist, der Große. Das stört mich. Und wenn der nicht beleuchtet ist, dann ist es doch nicht vollständig für mich. Und draußen fehlen noch die Weihnachtsbäumchen im Blumenkasten. Naja, aber er bleibt morgen zu Hause, hat er was zu tun. Zumindest leuchtet der Stern und die Eiszapfen, die leuchten schon mal. Und das Weihnachtsdorf habe ich heute gar nicht angemacht. Ich heute irgendwie ein bisschen faul, weil ich habe sowieso nicht alles angemacht. Ich habe nur die Fenster angemacht und mehr nicht heute. Das ist auch sogar relativ spät. Ich sage, das ist ein komischer Montag heute. Oder so ein typischer Montag. Guck an, Daniel war schon. Die Tischpositionen werden durch Wohnzimmermobiliar ersetzt. Beliebige Deko-Elemente hat Flo gegen Bilder zeitgemäßer. Wobei ich schon das mal oder? Die Gäste können. Magst du auch Endemir?